kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Schnell! Hier rauf! Oh Mann. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie... Hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und geklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur... Das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh.
Richtig. Wie geht's denn? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns lieber über was anderes reden.
und schreckhaft kalt. Vorsicht, nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, habe ich Marlene aufgefragt. Sie will jetzt auf die Sicherheit. Was geht sie das an? Ich habe Angst, dass ich dir Probleme mache. Klar, das kriege ich schon noch allein hin. Ich weiß. Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab.
Hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Die Klos. Ach, Ellie. Ich sag dir, gib es auf. Bring mir nicht mehr. Ich hol mir die wieder. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Ich weiß nicht. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Ich glaube, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Mann. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich bin kein. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft?
Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Logo. Vorsicht, das ist kein Bier. Bitte. Oh mein Gott. Hier, voll ekelhaft. Ich sag's ja. Prost, Winston. Hartes Zeug. Na komm. Wahrscheinlich haben sie mitgenommen, als sie tot war. Armes Pferd. Sie hat bestimmt richtig Angst. Ellie, hilf mir mal. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Schau mal. Da ist ja eine Öffnung. Okay, sei vorsichtig da drin. Bin ich immer. Riley? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass.
sollst brüllen! Na, geht doch! Mal sehen, was es hier noch so gibt. Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Kessel der Schatten. Wahre Horrorgeschichten. Furchtsame Farbe. Schön. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Wow, das war blöd. Grabstein, Grabstein, Grabstein. Ein besser Friedhof hier. Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nicht. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Ah. Puh. So ein Trost. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann es gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ach, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nee, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt,
Nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut. Skelettseher kann ich mal. Gut, Ellie. Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Gemacht. Oh weh, Toto, was sollen wir nur tun? Oh Mann. Ein dreifacher Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Kessel der Schatten. Düstere Geschichte über verbotene Liebe und tödliche Magie. Wahre Horrorgeschichten. Berichte über echte Monster und Geister. Skelette waren wohl ziemlich eng. Ah, ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Was kommt das? War so knapp.
Oh Mann. Ja, Volltreffer. Wird das gemacht? Bam! Boom! Die letzte! Härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Okay. Wieso bist du weg, ohne mir was zu sagen? Glaubst du, ich habe irgendjemandem was gesagt? Habe ich nicht. Aber ich war doch nicht irgendjemand. Oder? Nein, es war nur... Komm schon, das musst du sehen. Und wir sind fast da. Das ist keine Antwort. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen. Stimmt's? Ja. Komm mal mit.